Zeige euch heute das tunesische Dornröschenmuster. Die Maschenzahl dafür muss durch 4 plus 1 teilbar sein. Ich schlage für das Muster 17 Maschen an. Fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Das hier ist meine erste Masche. Ich wende nun die Luftmaschenkette leicht nach vorn und fasse aus der Rückseite der Luftmaschen, also aus diesem querliegenden Maschenbogen, jeweils eine Masche auf. Bis ich eben 17 Maschen in Arbeit habe. Wenn ich aus diesem querliegenden Maschenbogen die Maschen auffasse, bekomme ich hier am Anfang eine schöne Abschlusskante. Ein bisschen mühsamer ist es, aber ich finde, die Arbeit lohnt sich. Wer das nicht möchte, kann natürlich seine Maschen wie gewohnt aus der Luftmaschenkette auffassen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist was Kosmetisches im Maschenbild. So, nun habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und die letzte. Siebzehn Maschen. Ich verwende hier übrigens eine Doppelhäkelnadel von Pony, Nadelstärke Nummer 8, und ein Bändchengarn, die Pastello von Prolano. Nun arbeite ich eine zusätzliche Luftmasche, wie man es beim Grundmuster gewohnt ist, und dann häkle ich die Maschen ebenfalls wie im Grundmuster gewohnt ab. So, nun beginnt das eigentliche Muster. Ich arbeite zunächst 2 Maschen im Grundmuster, sodass ich hier an der Kante 3 Grundmustermaschen habe. Durch die folgenden 3 Maschen steche ich auf einmal ein, hole den Faden durch, lege einen Umschlag auf die Nadel und hole nochmals den Faden durch. Dann eine einzelne Masche. Dann wieder durch 3 Maschen einstechen, den Faden durchholen, einen Umschlag auf die Nadel legen und nochmals den Faden durchholen. Wieder eine einzelne Masche, noch einmal 3, Faden durchholen, Umschlag und nochmals durch alle 3 Maschen durchstechen. Und wir enden an der linken Kante mit 3 Maschen im Grundmuster, sodass wir eben rechts und links gleich beginnen und enden. Eine zusätzliche Luftmasche häkeln und die Maschen wie gewohnt zurückhäkeln. Nun arbeite ich eine Reihe im Grundmuster. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dann wieder wie gewohnt eine zusätzliche Luftmasche und die Maschen abhäkeln. Und nun möchte ich, dass sich das Muster versetzt. Das wird also künftig in dieser Reihe meine einzelne Masche sein. Ich werde also gleich nach der Kante drei Maschen zusammen auf die Nadel nehmen, abhäkeln, einen Umschlag arbeiten und nochmals abhäkeln. Dann eine einzelne und wieder drei Maschen zusammen. Faden durchziehen, Umschlag, Faden durchziehen. Eine einzelne, drei zusammen, einen Umschlag und nochmals die drei zusammen abmaschen. Wieder eine einzelne und nochmals drei zusammen, einen Umschlag und drei zusammen. Und wir enden mit einer einzelnen. Dann eine zusätzliche Luftmasche und die Maschen abhäkeln. Nun wieder eine Reihe im Grundmuster, also jede Masche erfassen und den Faden durchholen. Und dann geht es wieder zurück. Und so wiederholen sich diese vier Reihen ständig. Also immer eine Grundmusterreihe, dann eine Musterreihe wie zunächst mit zwei Maschen im Grundmuster beginnen, dann wieder eine Grundmusterreihe und dann wieder sofort nach der Kante mit drei Maschen zusammen abmaschen beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.